Heute wird es schmutzig, liebe Freunde. Nehmt schon mal eure Baldrian-Globulis, weil wir testen heute den Autopilot 2023 oder Stand 2023. Wollen mal gucken, wie der sich entwickelt hat. Wo stehen wir hier in Deutschland mit Tesla? Ja, vor allem für meine 7.500 Euro, die ich ausgegeben habe dafür. 7.500 Euro. Wollen wir doch mal sehen. Guckt mal raus. Schöner Nebel heute, ja. Aber ich habe ja meine zwei Augen und ich kann alles sehen. Also bestimmt auf 300, 400 Meter kann ich sehen und hinten ist so neblig, aber das muss das Auto abkönnen. Tut mir leid, es scheint ja nicht jeden Tag die Sonne. Und wir fahren heute nicht die Klassiker ab hier, Autobahn mit 100 km/h, ja, weil das ist für mich ein Spurhalteassistent, das ist für mich kein Full-Self-Driving. Wir fahren jetzt erstmal Landstraße, mal Autobahnabfahrten, mal so ein bisschen da, wo wir Autopilot auch brauchen und das, was er eigentlich können soll. Willkommen zu einem neuen Video bei E-Leuchtet, liebe Freunde, willkommen! Das Auto sieht aus wie Hulle, weil wir so richtig schön November haben. Und damit keiner sagen kann, jetzt die Sensoren werden verschmutzt, werde ich die hier mit diesem Hochreinigungsputzmittel, na, wie immer unser Glasreiniger, aber der sollte dafür in Ordnung sein, werde ich jetzt jeden hier einzeln nochmal putzen. Und Gewinnspiel, wie viele gibt's? 8 Kameras. 1, 2, hinten, die, auf der anderen Seite auch nochmal 2, sind 4, hinten, Rückfahrkamera 5. Und hier oben haben wir alleine 3 Stück angeblich. Ja, doch, ich sehe sie auch. 3 Stück. Für weit und sich überlappen, damit man gut sehen kann. Und was wir hier an unserem Auto haben, was die neuen ja nicht mehr haben, sind die Ultraschallsensoren. Vorne und hinten, die putze ich gleich nochmal mit. Und hier haben wir sie auch schon alle schön geputzt. Und wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, was? 9 sogar. Ja, also jede Menge Kameras. Ich habe sie alle schön geschrubbt. Und ach, diese Lenkradheizung, ich muss mal beiläufig sagen, das ist irgendwie schön, oder? Leute, wenn die so automatisch angeht, bei 2 Grad plus. Ja, die 9. Kamera, das war die Innenkamera, Innenraumkamera. Und hier sehen wir jetzt so eine typische wackelige Landstraße. Und ich mache jetzt den Autopilot an, er fährt, ich lasse ihn machen, aber ich halte meine Hände hier am Lenkrad. Ah, der ist gar nicht aktiviert. Lenkassistent temporär nicht verfügbar. Weitere Informationen. Na, das geht ja gut los. Was hast du denn? Also, er geht nicht, wenn Fahrbahnmarkierungen fehlen oder enge, kurvige Straßen da sind. Eingeschränkte Sicht, Regen, Schnee, dies und das, extreme Temperaturen. Ja, ja, wann geht er denn? Bei 25 Grad, wenn die Sonne scheint, alles toll markiert ist hier. Fünfspurig markiert, also mit 5 Streifen. Das ist aber für mich nicht Full Self-Driving. Und das ist auch nicht das, was ich sehe, wenn ich Videos aus den USA angucke. Da fährt das Auto über ganz verrückte Straßen, durch Kreisel, siebenspurig fädelt er sich ein. Warum geht das hier nicht? Was ist hier los in Deutschland? So, jetzt ein bisschen besser alles. Ich probiere es nochmal. Er geht an. Hände bitte am Lenkrad behalten. Er bremst wie Hulle, obwohl man hier 60 fahren darf. Wir lassen ihn mal. Und? Seht ihr das, was der hier macht? Ja, jetzt 40, aber er hat automatisch auf 40 geschaltet. Ach, du. Merkt ihr das? Wie das hier ruckelt und wackelt. Aber er hat die Kurve genommen, das muss man ihm mal lassen. Wir haben jetzt 6er gewartet, dass keiner hinter uns ist. Weil das wäre schon unfallträchtig, was hier passiert. Weil das Auto so in die Eisen reingeht und wenn wir hier weiterfahren. Okay, jetzt fährt er 40, weil 40 erlaubt ist. Hier immer noch, oder was? Also ich weiß nicht. So sauber gefahren war das jetzt nicht. Weiter geht's. 100 dürfen wir hier fahren. Ich habe fast ein bisschen Angst hier. Uiuiui. Ich mache mal so 80 und ich lasse ihn selbst machen, aber ich halte unbedingt die Hände hier am Lenkrad, weil der manchmal so verreist und sowas. Ist mir alles schon passiert. Habe ich jetzt Schiss. Gegenverkehr. Nö, bis jetzt alles Palotti, Galotti. Macht er schön. Dann trauen wir uns mal auf 90 hochzugehen oder 100 sogar. Und wir haben ja echt eine schlechte Fahrbahnmarkierung. Muss ich ja schon fast wieder ein bisschen zurückrudern hier mit meinen Aggressionen. Macht er gut. Gucken wir uns nochmal die Kurve da vorne an. Wird er bremsen? Wird er da mit 100 durchballern? Oh nee. Oh, doch, ganz sauber genommen. Schön. Oh, jetzt. Die nehmen wir auch nochmal. Uiu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 i. Oh, nee. Jetzt. Nee, okay. Er hätte sie vielleicht geschafft, aber ich wollte es jetzt aber auch nicht. Da wäre ich niemals so mit 100 drumherum gezogen. Niemals. Mit Gegenverkehr. Wir werden es nie erfahren, ob er sie genommen hätte.
Wenn man denn die 7.500 Euro ausgegeben hat, dann kann man hier ins Menü reingehen unter Autopilot. Und ich habe sogar hier den Beta, habe ich an, Lenkassistent Beta. Also mehr geht hier nicht im Tesla. Und habe ihm dann gesagt, okay, natürlich soll er alles erkennen. Und dann sagen wir mal, Geschwindigkeitslimit ist für mich fest, genauso wie es sein soll. Das habe ich mal eingestellt in der Schweiz, damit ich da nicht geblitzt werde. Aber dann haben sie mich doch geblitzt, weil der Autopilot ja nicht ging. Naja, habe quasi alles aktiviert, mehr geht nicht für mein Geld. 7.500 Euro, Junge. Und jetzt testen wir es nochmal. Ja, es gab gerade wieder ein Update, 2023, 38.6. Und angeblich war da auch ein bisschen Autopilot mit drin. Tju, ich weiß ja nicht, wir haben es letztes Jahr schon mal getestet und da war es sehr gefährlich alles auch. Und als ich ihn gekauft hatte, da konnte er irgendwie viel mehr. Es ist alles hier so genervt und man hat so das Gefühl, na, er fährt alleine. Also wenn ich nichts sage, fährt er alleine. Kann ich jetzt aber nicht sagen, dass es schlecht macht, hier durchs Dorf fahren. 30 vorgegeben. Na? Ja, und jetzt? Abbruch. Er wollte gerade in die Ausfahrt fahren. Oh Gott. Junge, 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 Junge. Ich mach ihn mal nochmal an. Let's go, Kollege Schnürschuh. Na, wie sieht's aus? Darum? Oh, hier, also, echt jetzt, oder was? Der will immer geradeaus in die Hauswände reinfahren. Soll ich ihn mal lassen? Mal ein bisschen Action, wie bei den Mr. Beast Videos, wo immer was in die Luft fliegt. Vielleicht ist der Tag heute gekommen, wo wir den mal schrotten sollten. Oioioioioi. Jetzt kommt die Königsdisziplin. Ich lasse ihn mal bei, ja, 40, 50 stehen. Kreisel. Und wir sollen einfach nur hinten raus aus dem Kreisel. Na, na, also Lenkassistent wird gestoppt. Boah. Wegen Systemfehler. Toll. Bleib jetzt mal im Kreisel drin. Machen gleich einfach mal im Kreisel wieder an. Komm, Kreisel dir, nicht verfügbar. Oh, und er macht. Also er bockt echt wie ein Mustang, der frisch eingeritten wird. Junge. Nee. Also das ist es nicht. Kreisel ging auch nicht. Und ich könnte schwören, dass ich, als ich den neu hatte 2022, dass ich da mal im Kreisel gefahren bin. Die haben den so dermaßen runtergeregelt. Guckt es euch an auf dem Display. Jetzt wieder Landstraße. Und da vorne soll er links abbiegen. Na, was macht er? Und dann noch so ein rotes Ding da hinten. Oh Gott. Ach. Na ja. Ja, komm, fahr. Fahr. Oh, sportlich, sportlich. Hier steht ein Schild. Mensch, fahr nicht so rechts. Ja, und jetzt Auto. Ich blinke. Dann fahr bitte links rein. Komm. Er fährt am Navi vorbei geradeaus. Nö, ja, das war ihm wohl alles nichts. War nicht so sein Ding. Ich muss ja echt nochmal sagen, das Navi hat angezeigt, links abbiegen, da wo wir hinwollen. Er bremst und fährt geradeaus weiter. Ja, full self-driving. Das heißt für mich, ich lehne mich zurück und schlafe. Volles Selbstfahren. Ich lehne mich zurück und schlafe und gebe ein Paris. Ja, und dann wache ich morgens in Paris auf. Jetzt mal übertrieben. Das ist für mich full self-driving. Was macht er? Ja, so wie er fährt, selbst wenn es funktionieren würde, da würde ich morgens in Hamburg aufwachen. Weil er fährt immer geradeaus. Wenn eine Kurve kommt, hat er keinen Bock drauf. Ja, und Elon Musk, ja, seit 2015 kündigt er an, dass das Auto komplett alleine fährt. Seit 2015. Und wir haben jetzt 2023. Und wir haben hier so eine Autopilot-Version 11 läuft so ungefähr. Ja, und Elon Musk hat auf Twitter geschrieben, Version 12 won't be Beta. Also keine Beta-Version mehr, sondern wenn die Version 12 kommt, dann fährt er komplett alleine. Ja, wann kommt denn die 12er? 2073? Also, weil er hat dann gekündigt, das kommt bald. Ja, das macht er sowieso jedes Jahr. Aber das kennen wir ja mit seinen Fristen, die er nie einhält. Geschenkt. Nur so 2015 bis 2023, mal so 8 Jahre, das ist schon ein bisschen zu lang, oder Elon, was sagst du? Ja, ich habe ihn jetzt mal ganz langsam nochmal angemacht. Zweiter Kreiseltest sozusagen. Was macht er? Kein Auto weit und breit mit Absicht, also so, okay, und? Lenkassistent wird gestoppt, aber er ist zumindest irgendwie schon mal so ein bisschen reingefahren. Boah, jetzt gibt er wieder Gas. Auf. Was macht er denn? Hier, Leute, das geht überhaupt nicht, geht gar nicht. Null. Also ich habe das Ding immer an, ja, zum Testen. Wenn ich wieder schreien muss, tut mir leid. Ja, ich bin aber wirklich ein bisschen erregt heute. Nächste Woche bauen wir lieber wieder irgendwas Gemütliches ein ins Auto, da bin ich immer entspannt.
Tjo, hier so eine Dorfhauptstraße geradeaus mit 30, kriegt da toll hin. Super, da vorne haben wir ein Hindernis. Mal gucken, was er da macht. Weil in den USA, der fährt da ja, also jeder, der eine Beta hat in den USA, der fährt da komplett allein. Das ist überhaupt kein Thema. Was macht er? Bleibt stehen. Und jetzt? Bleibt er 3 Tage stehen hier oder was? Ach komm. Dirty Tesla, was ist los mit dir? Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, nämlich, der kennt doch die Straße, die wir lang fahren wollen. Ich habe doch hier irgendwas eingegeben und dann frage ich mich, warum der hier mit 100 Xan in so einen Kreisel reinknallen will oder auf Kurven zufährt. Der weiß doch, was kommt. Also, der braucht ja nicht mal durch die Kameras gucken, um vorausschauen zu fahren, sondern der hat die Strecke im Navi drin. Ich verstehe es nicht, echt. Jo, Autobahn 100. Alles easy peasy, natürlich. Aber das hat mein Auto vorher auch schon gemacht, was 10 Jahre alt war. Oder 15. Also das ist ja kein Ding mehr, dass er hier eine Spur hält auf der Autobahn mit 100. Was aber viel spannender ist, ist, wird er gleich die Autobahn alleine runterfahren. Wir haben nämlich hier mal lecker eine Autobahnabfahrt eingestellt. Das wollen wir doch mal sehen. Das hier ist kein Full Self-Driving. Das ist für mich gar nichts. Also es ist okay, ist schön. Wenn ich in Urlaub fahre, ist toll, ich möchte es nicht missen, aber dafür 7.500 Euro, ne. Und vor einem Jahr hat er das halt noch gemacht, da ist er hier einfach rausgefahren und ich lasse ihn mal. Ich mache jetzt mal nix, setze seinen Blinker alleine, macht er irgendwas jetzt, wenn wir hier die Autobahn verlassen sollen, Spurwechsel anfordern. Okay, ich blinke rechts. Ja, oh, fast in die Leitplanke, aber er ist alleine rausgefahren. Mal kurz wackeln hier. Und Ausfahrt. Jetzt haben wir leider auch noch jemanden hinter uns. Ich hoffe, der hängt uns nicht gleich hinten drin. Nö. Autopilot abgeschlossen. Okay, weil er jetzt fährt er quasi nur auf Spurhalte. Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. Und jetzt Blinker links. Ne, kommt gar nichts. Ich muss abbrechen. Hinter uns ist einer. Unser Ziel haben wir wieder nicht erreicht. Er wollte irgendwo jetzt wohin. Autobahnausfahrt alleine runtergefahren mit Blinker. Jo. Hat er irgendwie geschafft. Aber wie gesagt, 2022 im März, da ist er, hat er alleine Blinker gesetzt, ist alleine Autobahnen runter und rauf an Autobahnkreuzen. Ich habe mich manchmal ganz erschreckt, weil ich nicht gesehen habe, dass wir jetzt irgendwo hin müssen und dann das Auto alleine auf einmal was gemacht. Macht er jetzt überhaupt gar nicht mehr. Tja, da sitzt der Gesetzgeber, der Deutsche oder der Europäische, wohl Tesla auch im Nacken. Aber irgendwie das, was sie jetzt so draus gemacht haben, ja, also heute nicht so ein Schmunzelvideo. Los geht's, Kleiner, wieder auf die Autobahn. Und? Länder, er soll hier rechts jetzt fahren, das ist der Weg. Was macht er denn? Er fährt einfach geradeaus. Darf man überhaupt geradeaus fahren? Da sind wir gleich Geisterfahrer. Also, er ist erstmal da vorbeigefahren, wo er hätte fahren sollen, will jetzt aber hier vorne drehen, um dann wieder zurückzufahren und wieder vorbeizufahren. Ich weiß es nicht, aber ich mache es jetzt mal. So wie er es gern hätte, der Gute. Und hier ist eine Autobahnausfahrt. Boah, ich... Nee. Nächster Versuch. Diesmal ist die Autobahnauffahrt links und kommt da vorne in 130 Meter. Ich setze mal den Blinker. Na? Er macht's nicht, er macht's nicht. Ich muss ihn abknacken. Er würde immer wieder geradeaus an der Autobahnauffahrt vorbeifahren. Warum? Was los, Kleiner? Also Full Self-Driving 7.500 Euro in Deutschland ist nichts anderes als ein Spurhalteassistent bis 140 km/h auf der Autobahn und ein bisschen Landstraße. Also wenn man so durch Holland fährt oder so, da sind die Landstraßen immer ganz genau markiert und sauber, teilweise mit 2 Linien. Da fährt der wie eine 1. Aber mehr ist es nicht. Also von Autopilot und Full Self-Driving brauchen wir in Deutschland nicht sprechen. Und ich sage immer Deutschland, weil ich habe es ja gesagt, in den USA, die Dinger, die fahren komplett alleine. Und das ist hier, steckt einfach nur der europäische Gesetzgeber dahinter und der deutsche Gesetzgeber, die hier nichts freigeben. Ob das gut oder schlecht ist, kann man jetzt sehr drüber diskutieren, weil man natürlich auch sich die Frage stellen kann, ob man in Deutschland ein Beta-Tester für irgendwas sein will, was nicht freigegeben ist. Es gibt ja auch gute Gründe, warum Dinge nicht freigegeben sind. Warum ein Tester nicht hier, warum ich nicht einen Sitz zurückmachen kann und sage, hier fahr mal 100 Kilometer in die Frankfurter Innenstadt oder irgendwas, ja. Man fühlt sich ja dann auch so ein bisschen sicher. Und wenn Mercedes da so eine Zulassung kriegt auf Stufe 3, kann ich für mich sagen, in den Mercedes setze ich mich rein und vertraue dem. Ja, und das fehlt mir hier beim Tesla total. Passiert gar nichts.
ich vermute, ich weiß es nicht genau, dass Tesla die Mitteilung bekommen hat oder die Auflage vom Gesetzgeber hier, jetzt schaltet das mal runter, nervt das mal ein bisschen. Das, was ihr da 2022 gemacht habt, das dürft ihr hier gar nicht in Deutschland, habt ihr gar keine Zulassung. Und dann haben die irgendwie da einen Schalter umgelegt und haben aber jetzt nicht da kein Feintuning dran gemacht und gesagt, okay, wir könnten ja bis zum gewissen Grad irgendwas machen, sondern die haben da abgeschaltet und haben gesagt, komm, wir kommen wieder, wenn wir es wirklich nach dem Gesetz dürfen, und dann schalten wir gleich auf einmal ganz viel frei. Also wenn ihr das schön findet, in Urlaub zu fahren, und macht da den Spurhalteassistent an und habt die Schildererkennung und sowas, wenn ihr sagt, hier 7500 Euro dafür, das ist es mir auf jeden Fall wert, dann macht's. Und ich finde es wirklich schön, es zu haben auf längeren Strecken. Es entspannt mich total. Und als es ausgefallen ist auf der Rückfahrt von Italien, da war ich ganz schlecht drauf und bin ja auch dann geblitzt worden. Aber 7500 Euro ist halt echt ein Wort. Und ich glaube, wenn ich mir nochmal den Tesla jetzt kaufen würde, ich würde es nicht nehmen. Das ist einfach zu viel Geld für viel, viel, viel zu wenig. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen, war schön mit euch. Ich bin heute trotzdem gut drauf, weil ich jetzt so richtig wach bin durch die vielen Rüttler und Aussetzer. Kuss geht raus, euer Ellochtet.